Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Ja, hey, das ist eigentlich eine sehr banale Frage, weißt du, wer du bist? Aber je nachdem, vielleicht dann doch nicht so einfach zu beantworten. Wenn man in die Zeitung schaut, dann sieht man ganz viele Themen, die etwas mit Identität zu tun haben. Ich habe zum Beispiel letzte Klasse: Niemand konnte ihn finden, weil er 29 Identitäten besaß. Irgendein Krimineller, der da mit verschiedenen Identitäten unterwegs war. Du musst dir mal vorstellen, wie komplex das ist, wenn du noch im Nachhinein musst wissen, wo bin ich jetzt, mit welcher Identität war, um das ganze Konstrukt irgendwie aufrechterhalten. Da bin ich froh, mit einer Identität ist das Leben doch ein bisschen einfacher. Das Design der Serie ist so ein bisschen düster gehalten. Vielleicht genau, weil im digitalen Zeitalter uns Identität auch ein bisschen Angst machen kann. Nochmal aus der Zeitung: Gläserne Kundschaft. SBB arbeiten an Bespitzelungsaktion von Passagieren. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung für die SBB, aber es wird ihnen da vorgeworfen, dass sie mit all den neuen Kameras, die sie installiert haben an den Bahnhöfen, dass sie Gesichtserkennungssoftware verwenden, um irgendwie Passagiere nachverfolgen können, wie sie sich verhalten und so. Und ich meine, im digitalen Zeitalter, vielleicht kennt irgendeine künstliche Intelligenz uns besser als wir selber. Das kann irgendwie schon auch ein bisschen Angst machen. Umso wichtiger ist es, dass wir wirklich wissen, wer wir sind. Stell dich mal kurz deinem Nachbar vor, wer bist du? Das ist eine spannende Übung, auch wenn man sich schon kennt. Was sagst du so auf Anhieb über dich selber? Weil das, was du jetzt gerade sagst, was dir so zuvorderst ist, das sind wahrscheinlich Eigenschaften von dir, die für dein eigenes Selbstverständnis noch wichtig sind. Hat irgendjemand gesagt, zum Beispiel: Hey, ich bin jemand, der so, wenn er das Geschäft muss verrichten, aufs WC geht? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist für uns alle normal. Jetzt, mein Sohn, der 3 ist, für ihn ist das gerade sehr ein wichtiges Thema, weil er verabschiedet sich langsam von den Windeln und jeder Tag, wo es irgendwie gelungen ist, ist so ein Tag zum Feiern. Und bei uns wäre es ein bisschen komisch, wenn das so wäre. Oder ich sage mal, ich bin ein weißer Mann, heterosexuell. Das sind alles Eigenschaften, wo ich irgendwo so ein bisschen in der Mehrheit bin, wo es jetzt nicht gross, also es ist schon Teil meiner Identität, aber es ist nicht zuvorderst. Wäre ich farbig, wäre es vielleicht in der Schweiz schon mehr Teil von meiner Identität. Und ich mir mehr Gedanken machen, bin ich jetzt diskriminiert worden, nur weil ich dunkel bin. Wenn ich eine Frau wäre, wäre ich vielleicht gestern demonstrieren in der Stadt Zürich. Und wenn ich nicht heterosexuell bin, dann wäre auch diese Frage viel mehr ein Teil von meiner Identität, wo ich wahrscheinlich würde darum ringen. So ist für die Identität, sind die Eigenschaften wichtig, die uns irgendwie ausmachen. Das können auch andere sein, eben irgendwie auch Nationalität, Beruf, Hobby, unser Aussehen. Und all die Eigenschaften, die so eine Bedeutung haben für uns, die bilden so ein bisschen unser Lebenshaus. Ich habe kleine Kinder, warum kann ich da immer noch so spielen? Ich muss mir kurz Zeit geben, dass ich das Lebenshaus bauen kann. Es geht mich bei jedem ein bisschen anders aus. So viel muss mal genügen. Jetzt habe ich eine kurze Frage. Wer von euch will sich so zu den Velofahrern und Velofahrerinnen zählen? Ja, Oli, die habe ich erwartet. Sie kommt bald wieder arbeiten mit dem Velo. Wer zählt sich zu den SUV-Fahrerinnen? Super. Braucht ein bisschen mehr Mut vielleicht zum Aufstrecken in der heutigen Zeit. Nicht, dass da noch die Luft abgeladen wird im Pneu. Hey, ich habe ein kurzes, humorvolles Video. Video, jetzt. Fahrradfahren ist sehr, sehr gefährlich. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich selber habe neulich erst in der Innenstadt einen Fahrradkurier abgedrängt. Mit meinem SUV. Weil der ist gefahren wie eine gesenkte Sau. Und sowas kann ich nicht leiden.
Der hatte auf seinem Rücken so eine Transportkiste, so eine riesige viereckige Transportkiste, hatte der auf seinem Rücken, fuhr direkt vor mir her. Ja, soll ich da durchgucken oder was willst du von mir? Naja, irgendwann war ich dann zu Hause und plötzlich guckt meine Frau auf die Uhr und sagt, komisch, das Essen müsste längst da sein. Wenn du Velofahrer bist, kannst du natürlich auch SUV-Fahrer sein. Aber ich hoffe, du bist wenigstens einer, der noch die Velofahrer abdrängt. Weil irgendwas ein oder das andere gibt uns doch auch eine gewisse Identität. Wenn wir schon von Velofahrern reden, ich gehe mit unseren Kindern so ein älteres Kind turnen. Das ist bei uns im Quartier, also nicht weit weg von dort, wo ich wohne. Ich wohne in der Stadt Zürich. Und in das ältere Kind drinnen kommen alle, die Mütter und ein paar Väter, die kommen alle zu Fuß oder mit E-Bike und Veloanhänger und so. Und ich bin einfach immer mit dem Auto gekommen. Und es ist wirklich nicht sehr sinnvoll, nur schon am Auto tut es nicht gut, so kurze Distanzen zu fahren und eben Ökologie und so. Und dann irgendwann hat dort mal ein Kollege von mir das so durchblicken lassen, dass er das dann schon nicht so gut findet, dass ich immer mit dem Auto komme. Ja, was hat das echt ausgelöst mit mir? Wenn es um Identität geht, werden wir immer wieder beim Thema landen, wo gehöre ich dazu? Zugehörigkeit ist wichtig und auch irgendwo Anerkennung, Wert bekommen. Ich könnte es gut oder schlecht finden, aber ich habe mich dann wirklich hinter der Sonne und habe angefangen, nicht mehr mit dem Auto zu gehen, außer ich habe wirklich einen guten Grund. Sonst gehe ich jetzt zu Fuß, laufe dann mit dem Kind, haben wir gerade noch ein bisschen Bewegung gehabt und ich gehöre wieder voll dazu. Das bringt uns auch jetzt zu der Frage, hey, woher beziehst du die Identität? Ist jetzt das gut, dass ich das so, also, dass ich nicht mit dem Auto gehe, ist vielleicht schon gut. Aber ist es gut, dass ich einfach wegen dem Kollegen mein Verhalten gehe zu anderen? Ich könnte sagen, hey, du weißt doch, wer du bist, halt den Kurs. Woher beziehst du deine Identität? Um dieser Frage nachzugehen, wenn wir eine Person anschauen aus dem Alten Testament, aus der Bibel, und zwar ganz einen grossen Leiter, der Mose. Der Mose war der, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Er hat auch persönlich von Gott Gebot, Gesetze bekommen, die 10 Gebote zum Beispiel. Also er war doch irgendjemand, der etwas erreicht hat. In seinem Leben sehen wir, dass die Herkunft ist ein Teil, woher wir unsere Identität beziehen. Noch mal kurz die Geschichte an von Mose. Familie von Jakob, die sind auf Ägypten gekommen, in der Hungersnot, sind schlussendlich 400 Jahre in Ägypten gewesen, haben sich stark vermehrt in dieser Zeit und der Pharao hat sie dann als gute Arbeitskräfte gesehen, hat das ganze Volk versklavt, die Männer haben den Herd müssen arbeiten, zum Städte bauen und hatten sogar Angst bekommen, dass sie irgendwann Ägypten übernehmen könnten, weil sie so viele Kinder hatten und dann hat er befohlen, dass alle Buben getötet werden, die auf die Welt kommen. Es ist dann ein hübscher Bub auf die Welt gekommen. Vorhin haben wir 2 hübsche Buben auf der Folie gesehen. Und da hat die Mutter gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Da muss ich doch einen Weg finden, dass er am Leben bleiben kann. Und die Mami von Mose hat ihn dann ausgesetzt in einem Körbli, hat ihn aufs Nil da und gehofft, dass ihn irgendjemand finden würde. Und tatsächlich, der Plan ist aufgegangen. Die Tochter vom Pharao hat ihn gefunden und hat entschieden, er soll können leben. Vielleicht sagst du, hey, schau mein Leben an, wo ich herkomme. Das ist das reinste Chaos. Meine Familie, mir ist nichts gelungen, vielleicht die Lehre abgebrochen, schon in der Schule bin ich gemobbt worden. Aus meinem Leben kann nichts werden. Kleine Frage an dich, bist du in einem Körbchen ausgesetzt worden? Hey, Glückwunsch, hast du schon mal bessere Voraussetzungen als der Mose. Aber vielleicht ist dein Leben trotzdem eher ein bisschen eine Ruine als irgendwie ein schönes Gebäude. Und hey, ja, du bist ein Produkt von deiner Vergangenheit. Aber du bist nicht gefangen da drin. Und ja, deine Herkunft wird immer ein Teil sein von deiner Identität. Aber sie muss nicht deine Zukunft bestimmen. Der Plan bei Mose ist so gut aufgegangen, dass seine eigene Mutter ihn dann nochmal nach Hause holen konnte, um ihn zu stillen. Und erst dann 2-3 Jahre später ist er dann an den Hof vom Pharao gekommen.
Und ich meine, dort war er nachher Ägypter gewesen, und zwar nicht irgendeiner. Er war der Sohn von der Prinzessin und der Enkel vom Pharao. Und der Pharao war auch nicht einfach irgendeiner, irgendein Provinzhäuptling. Nein, das war der Herrscher von der damaligen Welt. Also, wenn man menschlich irgendetwas erreichen kann, irgendwo dazuzugehören, der Mose hat es geschafft, hat nicht mal etwas dafür können. Was hast du bis jetzt so erreicht? Man sagt ja, hey, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Zugehörigkeit ist so wichtig und der Mose, er hat da Zugehörigkeit bekommen, wo alle Macht, upper class, dort ist er gelandet. All das, was man aus der Herkunft bringt, das irgendwo hin. Und nachher sind es einfach auch viele Entscheidungen, die wir treffen, die wir irgendwo im Leben herankommen können. Das könnte man so als Errungenschaft bezeichnen. Und da, aber da gehört dazu, zu wem gehörst du, was hast du erreicht, was gehört dir, all die Sachen. Und hey, wenn du nicht zufrieden bist, wo du gelandet bist, hör auf, andere zu beschuldigen. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Auch der Mose hat das gemacht. Er hat die Chance wahrgenommen und er konnte Verantwortung übernehmen für sein Leben. Als er nämlich erwachsen war, hat er sich angefangen, mehr mit seinem Volk zu identifizieren, wo er hergekommen ist, als mit seinem schönen Dasein als Ägypter. Wir würden heute sagen, er hat Wille, sein Traumleben. Habt ihr auch euer Traumleben? Yes, oder? Das liegt ja drin. Und wer jung ist und wer nicht will, irgendwo sein Traum leben, ist nicht gut. Irgendwo sind doch da Leidenschaften rum, wo man leben will, wo man leben soll. Und der Mose hat gesehen, hey, mein Volk, das wird so ungerecht unterdrückt, denen muss ich doch helfen. Sein Traum, seine Leidenschaft. Aber es ist gründlich schiefgegangen auf den ersten Anhieb. Seine Hilfe hat dort geendet, dass er einen von den ägyptischen Sklavenaufseher umgebracht hat. Er hat noch gedacht, er hätte den Mord im Verdeckten machen können, aber es ist rausgekommen. Und was ihn sicher noch am meisten getöpft hat, dass sein eigenes Volk, denen, denen er helfen wollte, die haben ihn verraten. Auf jeden Fall hat er flüchten müssen. Wer seine Träume lebt, der übernimmt schon mal Verantwortung für sein Leben. Du sagst nicht einfach, da bin ich halt, also wenn ich da gekommen bin, sondern sagst, hey nein, da ist doch mehr möglich. Und du baust irgendwie ganz bewusst auch an deinem Leben und möchtest das Beste rausholen für das, wo dein Herz schlägt. Wenn es darum geht, unsere Träume zu leben, geht es nicht schlussendlich darum, dass wir Anerkennung suchen, dass wir jemand sein wollen, dass wir Wert haben wollen. Wo suchst du die Anerkennung? Leider ist die Realität ein ähnlich wie bei Mose, dass viele von uns auch scheitern darin, unsere Träume voll und ganz zu leben. Mit 20 siehst du vielleicht noch, was alles möglich ist. Ich steuere jetzt gegen 40 zu. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, ist das jetzt das Leben? Und mit 60 bereust du hoffentlich nicht zu viel von deinem Leben. Sein Träumsleben ist nicht einfach etwas Schlechtes, aber wenn der Wert von deinem Leben an dem hängt, dann kannst du eigentlich fast noch scheitern. Weil entweder schaffst du es nicht, oder du schaffst es noch, bist vielleicht am Gipfel von deinem Erfolg, du feierst es noch und du merkst schon, ist das jetzt alles und gehst irgendwie in ein Loch hinein? Wir brauchen für Identität etwas, was ein stabileres Fundament ist, als nur, was wir irgendwie selber erreichen können. Irgendeine Zusage über unserem Leben, die hebt, unabhängig von dem, was wir machen. Und das führt uns zu einem höheren Weg noch, wo wir unsere Identität herbeziehen können, nämlich aus Glauben. Nach seinem missglückten Anlauf musste Mose flüchten und er war 40 Jahre in der Wüste.
und hat Schaf gehütet. Und glaubt mir, in dem Ziel von seinem Leben hat er null Ambitionen, null Hoffnung, dass sich sein Leben noch irgendwie wird verändern. That's it. Und das war eben so das Zurückschauen, hey, ich bin zweimal beim Fahrer aufgewachsen, ich habe mal alles gehabt, ich habe Träume gehabt, aber wahrscheinlich ist es das jetzt einfach. Und ich meine, mega schade, er hat wahrscheinlich die beste Ausbildung genossen in Ägypten, am Hof von Pharao, top ausgebildeter Prinz, ein Mann mit Leiterschaftsbegabung und die hat er schon einsetzen für die Schafe in der Wüste. Und genau da drin kommt Gott und begegnet ihm. Das ist die Geschichte mit dem brennenden Dornbusch, wo Gott den Mose ruft, sein Volk aus Ägypten rauszuholen. Und es braucht ziemlich Nachdruck von Gott, dass sich der Mose da noch bewegen lässt. Aber wo er sich dann bewegen lässt, kommt er wirklich in das Leben hinein, wo Gott für ihn parat hat. Und das Neue Testament nimmt das wieder auf und interpretiert das so im Nachhinein. Das ist eigentlich die Zusammenfassung von der Identitätskrise, von der Identitätsfindung von Mose. Wir lesen miteinander im Hebräer 11. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für einen besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Im Nachhinein eben wird es so gesagt, dass durch den Glauben hat der Mose die Identität angenommen. Und durch den Glauben kannst auch du deine wahre Identität annehmen, wo Gott dir geben möchte. Und das Wunderbare dieser Identität ist, sie ist unabhängig von deiner Herkunft, von deinen Errungenschaften, auch von deinen Träumen, ob du Träume hast, ob sie in Erfüllung gegangen sind, gehen, oder ob du irgendwie gescheitert bist, ja, unabhängig von irgendwelchen Menschen. Du kannst es dir auch nicht verdienen, du kommst es kostenlos über. Es ist die Identität, die Gott uns durch Glauben gibt. Und das Erste, was du durch Glauben darfst annehmen, ist ganz etwas Einfaches. Gott liebt dich. Gott liebt dich, egal wie du zu Gott stehst, wie du zu Gott gestanden bist, wie du ihn aktuell siehst. Er liebt dich bedingungslos. Und die Bibel sagt, wir sind ein Werk von seiner Hand. Du bist wunderbar gemacht, so wie du bist. Ob du erfolgreich bist, nicht, ob du irgendwie am Strugglen bist. Hey, Gott hat dich wunderbar gemacht. Der Psalmist drückt es so aus. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Und hey, wenn du das kannst sagen, hey, ich danke dir, dass du mich so herrlich gemacht hast, das gibt schon mal ein wunderbares Fundament für deine Identität. Weil nicht irgendjemand ist das, der dich so gemacht hat. Nein, es ist Gott, der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde, der dich gemacht hat, der dich gewählt hat. Du bist kein Produkt vom Zufall. Es geht aber noch weiter. Gott möchte uns nicht nur eine Identität geben als seine Geschöpfe. Nein, er sagt sogar noch, er möchte uns das alte Leben wegnehmen, uns ein neues Leben geben, durch das, was Jesus für uns möglich gemacht hat, weil er ans Kreuz gegangen ist. Und das ist die wunderbarste Identität, die wir bekommen können, dass wir in Christus sein können, in Jesus. Kolosser 3:3-4. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen, doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Wow, hey, wir dürfen ein Leben haben, das Teil ist von der Herrlichkeit von Gott. Er darf springen. Und wenn so Jesus in unser Leben hineinkommt, wie es da heisst, dass wir eben ein neues Leben haben, dann kommt Licht in unser Leben hinein. Hallo, ruhig.
Dann kommt Licht in unser Lebenshaus hinein, weil Jesus ist ja das Licht. Deine Herkunft ist immer noch da. Deine Errungenschaften sind immer noch da. Und ich sage mal, auch deine Träume ist alles zuerst gerade mal immer noch da. Und im Licht von Jesus werden gewisse Sachen vielleicht ganz hell leuchten. Bei Mose muss ich mal sagen, der Traum, den er in seinem Herzen getragen hat, hat erst wieder richtig anfangen zu leuchten, wo Gott in sein Leben hineingekommen ist. Und er hat etwas machen, wo er sich wahrscheinlich 40 Jahre vorne gar nicht erträumt hätte, dass er wirklich der Führer wird vom Volk und sie aus Ägypten rausführt. Das hat erst mit Gott so richtig anfangen zu leuchten. Aber vielleicht gibt es dann auch Sachen in unserem Leben, wo ihnen da so ein bisschen im Schatten stehen von dem Licht. Man merkt, wenn Jesus in unserem Leben ist, passen die vielleicht gar nicht mehr so in unser Leben hinein. Das macht es eben auch aus, dass man dann eben für gewisse Sachen von der Vergangenheit mit sagen, hey, die muss ich stehen lassen. Oder gewisse Errungenschaften, wo du vielleicht plötzlich nicht mehr so stolz drauf bist oder sagst, hey, das hat doch eigentlich gar keinen Platz bei Jesus. Aber dein Lebensgebäude, das bleibt zuerst mal. Wir werden noch miteinander anschauen, wie lebe ich in der Identität, die ich durch Glauben kann überkommen. Durch den Glauben können wir Kraft über Entscheidungen zu treffen. Hebräer 11 nochmal. Durch den Glauben weigerte sich Mose. Weigere, ist das eine Entscheidung? Ich würde sagen, ja. Als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Und dann noch, er zog es vor, nochmal entscheidend, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Also, weil er den Glauben gehabt hat, hat er können sagen, hey, ich weigere mich und ich ziehe das vor. Und hey, wenn es um Glauben geht, dann langt es nicht, dass du da bist. Es langt auch nicht, wenn die Person links oder rechts von dir glaubt, wenn vielleicht deine Kollegen glauben, wenn deine Freundin, Freundin, Partner, Partnerin glaubt, wenn deine Eltern vielleicht sehr gläubig sind. Langt alles nicht, es geht um deinen persönlichen Glauben. Und damit wir das neue Leben in Jesus überkommen, braucht es für jeden persönlich von uns einen Glaubensschritt auf Jesus zu. Gott liebt dich, er hat dich gemacht, für das musst du keinen Schritt auf ihn zu machen, das gilt deinen Weg. Aber damit du das neue Leben in Jesus kannst annehmen, braucht es einen persönlichen Glauben von dir und von niemand anderem. Wenn du deine Identität im Glauben annimmst, dann wirst du auch den Mut haben, können Vergangenheit sein zu lassen, wenn das bei dir angesagt ist, vielleicht Sachen, wo du nicht stolz drauf bist, vielleicht Sachen, die schlecht waren, können hinter dir lassen und auch Vergebung von Jesus in Anspruch zu nehmen. Es gibt dir auf der anderen Seite aber auch den Mut, wieder Hoffnung zu schöpfen für die Zukunft, weil Jesus ein wunderbares Leben für dich parat hat. Und du wirst auch für die Zukunft können Kraft haben durch den Glauben, um nach Prioritäten zu leben, die eben Jesus gefallen. Dass das ganze Lebensgebäude immer mehr Gestalt annimmt, weil es eben in Christus ist. Dann wird vielleicht das eine oder andere Zimmer wird dann noch ein bisschen umgestaltet, weil du eben in Christus bist. Ich lese noch den Vers 26 nochmals. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Was sind die Schätze von Ägypten? Man könnte vielleicht zusammenfassend so sagen, es ist so all das, was einfach der Mensch begehrt. Jemand zu sein, Macht, Popularität. Vergnügen, sagen wir auch sexuelles Vergnügen, Geld, Besitztümer, all das, was uns irgendwo so anzieht. Und hey, der Mose, er hätte das alles gehabt. Ich meine, in dieser Welt von damals hat es keinen Ort gegeben, wo ihm mehr von dem zur Verfügung gestanden ist, als am Hof
vom Pharao. Er hat sich aber gesagt, hey, Gottes Absicht zu erfüllen, ist besser als Popularität. Gottes Volk zu lieben, ist ihm wichtiger gewesen als Vergnügen. Und den Frieden von Gott zu haben, wertvoller als jeder Besitz, den man sich erdenken kann. Wie können wir aber, die Bibel nennt es da, das flüchtige Vergnügen gegenüber der grossen Belohnung, die Gott für uns bereit hat, wie können wir die Spannung aushalten? Weil ich go, hey, wir sind Menschen und es zieht uns auch mehr oder weniger dort an. Wir können das, indem wir durch den Glauben das Ziel vor Augen haben, indem wir unseren Blick im Griff haben, auf was wir wirklich schauen. Noch Vers 27, durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Der Mose hat seinen Blick auf den Unsichtbaren gerichtet. Wer ist das? Gott, Jesus. Er ist unser Ziel. Auf ihn können wir schauen. Das Kapitel später heißt es noch etwas ausführlicher über das. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Wir können unseren Blick auf Jesus richten. Und uns erwartet Herrlichkeit, die es nur bei Gott gibt, die es nur im Himmel gibt. Und es bleibt eine grosse Spannung in unserem Leben, weil ein guter Teil von dem bleibt, wie es auch im Kolosser 3 geheißen hat, es bleibt verborgen, bis wir eines Tages bei ihm sind. Aber es ist das Größte, das Herrlichste, was wir jemals werden erleben. Und ich möchte dich fragen, mit was fühlst du dich? Auf was schaust du? Was kommt an dein Herz an? Du kannst deinen Blick auf Jesus richten ganz alleine, aber gerade auch, weil Zugehörigkeit so wichtig ist, kannst du dich auch ganz bewusst entscheiden, wer möchte ich in mein nächstes Umfeld lassen, damit ich Leute habe, die das gleiche Anliegen haben wie ich, dass wir miteinander auch unseren Blick auf Jesus richten können. Vielleicht ist das alles noch ganz neu für dich, dann musst du es zuerst mal setzen lassen. Vielleicht bist du aber auch schon lange mit Jesus unterwegs und so. Bibelvers in Christus ist überhaupt nichts Neues für dich und du weißt das alles. Vom Kopf her ist es perfekt klar, was du für eine wunderbare Identität hast in Jesus. Vom Kopf her. Die Frage ist es wirklich deine Identität? Ist es wirklich etwas, wo dein Herz überflüssend ist davon? Etwas, wo wirklich zum Kompass geworden ist in deinem Leben, weil du es durch und durch bist und fühlst? Ich habe mich letztes Jahr auf einen Marathon vorbereitet. Ich wollte mit dem Lücker zusammengehen. Und leider ist es dann bei mir nichts geworden. Ich habe Kniebeschwerden bekommen und habe dann abbrechen müssen. Und so rückblickend kann ich sagen, es hat sich da eine gute Identität als Läufer ausgebildet bei mir. Gegen das ist ja an sich auch nichts einzuwenden, dass man nicht auch eine Identität als Läufer haben darf. Ich habe dann gemerkt, es ist, glaube ich, doch ein bisschen zu wichtig geworden. Ich meine, dann habe ich angefangen, noch YouTube-Filme zu schauen, habe immer mehr von meinen Gedanken irgendwo dort gewesen, bei dem neuen Hobby, bei dieser neuen Identität vom Laufen. Ich habe mich nie gegen Jesus entschieden, gar nicht. Aber ich habe gemerkt, ich suche auch einen gewissen Wert in dem Sinne, dass ich jetzt nicht einfach irgendein Läufer bin, sondern einer, der einen Marathon schafft und das noch in einer gewissen Zeit und so. Und im Nachhinein sage ich, nein, hey, es ist mir eigentlich zu wichtig geworden. Ich kann immer noch sein, ich möchte den Marathon schon mal noch machen, aber ich möchte noch viel mehr auf Jesus schauen.
Ich möchte schließen mit einem Zitat von Timothy Keller. Wenn ihr die Predigt von letzter Woche noch nicht gehört habt, hört sie unbedingt noch vom Bösi. Sehr guter Auftakt gewesen. Und dort gehört noch mehr von Timothy Keller. Er sagt, deine Arbeit ist immer noch Teil deiner Identität. Genauso wie deine Familie, deine Nationalität und so weiter. Aber sie sind alle von der schrecklichen Last befreit, die ultimative Quelle deines Selbst und deines Wertes zu sein. Das Laufen, könnte man auch anders sagen, hat bei mir etwas triggert, weil ich Wert gesucht habe drin. Sonst wäre es mir nicht wichtiger geworden als Jesus. Das heisst schlussendlich im Umkehrschluss nichts anderes, als dass ich nicht das volle Potenzial von der Identität von Jesus wirklich verinnerlicht hatte in dem Moment. Weil sonst hätte ich das Bedürfnis gar nicht gehabt. Und auf der anderen Seite eben ist es auch eine riesige Befreiung. Du musst nicht irgendwo in einer Freundschaft, in einer Partnerschaft oder irgendwo musst du den Wert suchen, den nur jemand dir geben kann. Jesus. Stehen wir doch noch auf miteinander fürs Gebet. Danke, Jesus, dass du uns so wunderbar gemacht hast. Ja, Vater, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde und auch wir dürfen das Werk von deinen Händen sein. Und du liebst uns, egal wo wir stehen, egal wie wir uns auch zu dir gestellt haben, du liebst uns einfach bedingungslos. Und danke, Jesus, für das neue Leben, das du uns anbietest. Wir dürfen unser altes Leben gegen ein neues eintauschen, das in dir ist. Wo wir nicht nur deine Geschöpfe sein dürfen, sondern wo wir Kind vom Vater im Himmel werden. Wo wir dürfen Erbe sein vom allerhöchsten Gott. Von dem Gott, wo auch der Pharao nichts dagegen ist. Danke, dass wir bei dir Vergebung finden, dass wir Annahme finden, darf man Hoffnung, Zukunft, darf man auch wissen, du hast einen Plan und du möchtest uns brauchen. Jesus, für die, die schon lange mit dir unterwegs sind, die dich kennen, die auch die Aussage in Christus schon vielmal gehört haben, die irgendwas wissen, ich möchte für all uns bitten, dass es immer mehr in unser Herz hineinsinken darf. Und dass wirklich schlussendlich du der bist, der unseren Wert ausmachen voll und ganz. Dass wir nicht irgendwo in einem Hobby suchen müssen, nicht irgendwo im Beruf oder in Beziehung, sondern dass wir unseren Wert wirklich einfach nur dafür aus dir beziehen, dass alles andere ein Supplement ist, aber wirklich, wie es in dem Zitat geheißen hat, befreit ist von dieser Last. Wirklich den Wert müssen sie für uns. Und da, wo wir da Sachen falsch priorisiert haben, bitte hilf uns einfach auch das können zu sehen heute. Hilf uns zum Umkehren. Danke, dass du uns vergisst und uns wirklich hilfst, auf dem Weg unsere Identität oder Glauben anzunehmen. Ich möchte aber auch für die bitten, die dich gar noch nicht kennen, Jesus, wo die Herrlichkeit von dem neuen Leben noch gar nicht erfahren haben. Ich möchte bitten, dass du ihnen einfach den Mut gibst, heute einen Schritt vom Glauben auf dich zuzumachen und das alte Leben einzutauschen gegen das neue. Ich werde jetzt noch miteinander ein Lied singen. Du hast in diesem Lied einfach die Chance, um ganz persönlich auch einfach Gott eine Antwort zu geben auf das, was wir jetzt gehört haben. Vielleicht sagst du, ja, ich möchte wirklich mein Leben heute Jesus anvertrauen. Ich habe das noch nie so gemacht, aber ich möchte heute einen Schritt machen. Ich möchte dich herzlich einladen, dass du da in die Ministry Lounge gehst. Dort werden ein Mitarbeiter sein, die gerne mit dir redet, mit dir betet. Und diese Entscheidung kannst du dort festmachen. Ich sagst du, hey, sonst ich habe irgendwie eine Not in meinem Leben. Oder ja, irgendwo, es hat mich getöpft. Ich bin zwar Christ, aber ich beziehe meine Identität aus so vielen anderen Sachen, weil irgendwo ist das nicht in meinem Herzen angekommen.
ich möchte dir das Angebot machen. Du darfst gerne in die Ministry Lounge gehen. Manchmal hilft es, dass wir einfach etwas aussprechen von einem Menschen und dass wir miteinander für das beten können. Danke, Jesus, dass du jetzt einfach wirkst. Du siehst nicht nur jetzt irgendwo eine Masse von Leuten da, sondern du siehst jeden Einzelnen von uns, möchtest jedem Einzelnen ganz persönlich auch begegnen, zu ihm reden und ihn in deine Nähe ziehen. Amen. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott hast können näher kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft hinaustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488, mit dem Keyword Silben und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.